da ist er, mein eigener Supermarkt. Freunde, heute bauen wir zusammen unseren eigenen XXL-Supermarkt, dem Supermarkt-Simulator. Noch sieht es ziemlich leer hier aus, aber wir werden auf jeden Fall neue Ware kaufen und sie dann an dieser Kasse hier verkaufen und den größten Supermarkt aller Zeiten bauen und vielleicht reich werden. Noch ist unser Laden aber geschlossen. Ihr seht das Ganze. Und bevor wir jetzt starten, brauchen wir jetzt erstmal, müssen wir jetzt mal ein bisschen, shoppen gehen. Ah, wir haben hier einmal Müsli, wir haben hier Brot, wir haben Mehl, wir haben Öl, Nudel, okay, und ein bisschen Puderzucker. Ich würde sagen, okay, wir haben 0 Dollar. Können wir uns jetzt hier, okay, wir haben uns das in den Warenkorb gelegt. Und was ist hier mit ungeschnittenes Brot? Okay, 47 Dollar kostet das Ganze. Ja, und wir kaufen das Ganze. Let's go. Mal schauen, wann das Ganze jetzt hier ankommen wird bei unserer... Was? Es ist schon... von wo kann der Postbote? Dankeschön. Das war auf jeden Fall ein schneller Lieferservice. Und jetzt können wir... das Paket aufpacken. Und... okay, let's go. Die Sandwiches. Unsere ersten Produkte in unserem kleinen Supermarkt. Hier verkaufen. Okay, das Ganze in den Müll. Hallo, öffnen Sie. Warte, wir öffnen, öffnen. Kommen Sie rein. In meinen Super... okay, okay, das Ganze hat nicht funktioniert. Naja, da würde ich sagen, wir holen noch die zweiten Produkte hier. Und wir haben hier, okay, Müsli bestellt. Ach, mal mit so einem kleinen Teddybär drauf. Das bedeutet, das sind unsere zwei ersten Produkte, die wir jetzt haben. Oh, wir müssen das Preisschild ändern. Okay, wir haben das für 99 Cent gekauft. Das bedeutet, wir verkaufen das Ganze, für 3 Euro. Freunde, ich benutze einen Trick. 399, oh mein Gott, nein, nicht 399 Dollar. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir noch geschlossen. 3,99 €. Denn, Freunde, wenn wir jetzt 4 Euro geben, dann ist es vielleicht ein bisschen teurer. Aber so, ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Und hier 2,99 das Ganze gekauft, dann würde ich sagen, wir verkaufen das Ganze für 6,99 €. Zack, das sind unsere Preise. Ich würde sagen, wir öffnen unseren Supermarkt. Hallo, hallo, ich habe einen eigenen Supermarkt. Kommt alle, warte, von wo kommt sie? Okay. Hallo, schönen guten Tag. Und, sie wollen einmal die Müsli haben. Kein Problem. Okay, Müsli, zack, wir scannen das Ganze. Jo, nehmen das Ganze Geld, Wechselgeld. Okay, wir müssen jetzt 13 Euro wechseln, das bedeutet einmal 10 Euro. Zack, 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 13 Euro und 1 Cent. Bitteschön. Schönen Tag noch, let's go, die nächste Kundin. Okay, einmal Müsli, einmal Toast. Ja, okay, sie wollen mit Karte bezahlen, kein Problem. Auch mit Karte bezahlen wir 10,98 Euro. 10,98 Euro, oh mein Gott, nicht 1000 Euro, oh mein Gott, alles gut, zack. Oh, schönen guten Tag, der Herr. Ein Sandwich. Eine großartige Wahl von Ihnen. Okay. Ein Cent. Wow. Hier bekommen Sie 1 Cent. Wieder Rückgeld. Oh, schönen guten Tag. Ja, das Brot, das ist besonders blieb. 3,99 €. Was, wenn wir 4 Euro abziehen einfach? Und? Falscher Zahlungsbetrag. Mist. Naja. Ich dachte, wir können Sie scammen. Alter, schönen guten Tag. Ja, genau. Mit Karte einmal bezahlt. 6,99 €. Boom. Okay. So langsam haben wir es drauf. So langsam haben wir es drauf. Ja. Wie viel Wechselgeld? 46 Euro. Hat das Ganze nicht kleiner? Naja, egal. Ich würde sagen, zack, zack, hier. 5 Euro, 1 Euro und 1 Cent. Bitteschön. Okay, und schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und tschüss. Und tschüss. Okay, let's go. Unsere ersten Verkäufe. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir haben 37 Dollar. Können wir vielleicht irgendwas Neues bestellen? Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Mehl kaufen? Okay, dann haben wir noch ein bisschen Öl hier. Zack, und Nudeln. Okay, okay, ich glaube, die Nudeln, okay, können wir es, glaube ich, noch nicht ganz kaufen. Okay, wir müssen das schauen, dass wir natürlich noch genug Geld haben, würde ich sagen. So, da würde ich sagen, okay, die Bestellung wird aufgenommen. Zack, let's go. Alles geshoppt, neu geshoppt. Schönen guten Tag. Die nächsten Kunden sind da. Einen Moment, wir schließen den Laden. Wir schließen mal kurz den Laden, dass hier nicht neue Leute hier reinkommen. Aber sie übernehme ich natürlich noch gerne. Hier das Toastbrot wird gescannt. Ja, ja, ja. 1 Euro Geld hier. Hier, bam, bam, bam. Hier, wissen Sie was hier? Ich muss die ganzen Zellstücke loswerden. Wir können einfach die ganzen Zellstücke loswerden. Sie so, dein Ernst, Mann, ich komme hier nie wieder hin. Okay, hier, yeah, bitteschön, ja, oh, ich habe hier sogar ein bisschen zu viel gegeben, aber hier, komm, ich bin heute gnädig, ich bin heute gnädig. Ja, was ist mit Ihnen? Okay, Müsli haben, 3 Euro Wechselgeld, hier, nehmen Sie 1 Euro, lassen Sie mich in Ruhe. Okay, das Ganze reicht nicht aus, 3 Euro, jawohl, wir haben 1 Cent, Sie gescampt, let's go. Okay, Freunde, aber ich glaube mal, die Pakete sollten angekommen sein für unseren neuen Supermarkt, let's go, da würde ich sagen, zack. Wir packen hier rein. Was haben wir hier? Sind das die Nudeln? Ich weiß gar nicht, was das Ganze hier ist. Aber naja, okay, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze gleich auf jeden Fall mal an. Unser Supermarkt wird natürlich immer größer. Oh, Getränke. Hm, das sieht doch schon mal sehr, sehr lecker aus, muss ich sagen. Und im letzten Paket haben wir, was haben wir hier drin? Oh, okay, ich glaube, das sind, das ist das Mehl auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Mehl. Dann würde ich sagen, zack, wir müssen natürlich die Preise noch ändern. Okay, was ist, wenn wir jetzt 1,50 €, was, wenn wir sagen 5 Euro? 5 Euro, boom, machen wir das Ganze.
Dann haben wir das Mehl 79 Cent gekauft. Wir verkaufen das Ganze für 3 Euro. Zack. Und was ist das Ganze? 99 Cent. Was, wenn wir das Ganze für 20 Euro verkaufen, Freunde? Wird das irgendwer kaufen? Wird das irgendwer kaufen? Ich weiß nicht. Und was ist das eigentlich hier? Okay, das Ganze ist gesperrt und wir sind geöffnet. Hereinspaziert. Und yo! Oh, was haben sie für eine krasse... Stopp. Nein. Okay, chill. Okay, Freunde, ich würde sagen, hallo, wollen Sie einmal in meinen Supermarkt gehen? Sie vielleicht? Okay, die Leute sind hier nicht besonders gesprächig, muss ich sagen. Freunde, ich glaube, die kommt in meinen Laden. Die kommt jetzt in meinen Laden. Seht ihr diesen Blick? Dieser Blick geht in meinen Laden. Oh mein Gott, ja. Und, ey, Mann. Und, oh mein Gott, schönen guten Tag. Sie wollen, oh mein Gott, unser nächster Kunde. Okay, kaufen Sie sich die Nudeln. Nudeln zu teuer. Was? Okay, ich glaube, wir sollen den Preis vielleicht doch mal ändern, würde ich sagen. Zack, 3 Euro. Schönen guten Tag. Die Müsli. Ja, hervorragende Wahl. Ja, mit Karte bezahlen. Kein Problem. 6,99 Euro. Zack, let's go. Oh, Sandwichbrot. Ja, na klar. 10,98 Euro. Perfekt gegeben. Dankeschön. Vielen Dank. Endlich mal keinem, den ich Rückgeld geben muss. Aber ich würde sagen, Freunde, was haben wir noch hier im Shop? Wir können hier, Verwaltung kaufen. Okay, wir können Produktlizenzen haben. Können wir mehr Produkte auf jeden Fall freischalten. Interessant. Rechnungen haben wir. Wachstum. Okay, wir können Kunden und Mitarbeiter sogar einstellen. Und ein Lager können wir uns auf jeden Fall auch noch freischalten. Oh, ein Kunde ist an der Kasse. Einen Moment. Ich bin sofort bei Ihnen. Zack. Ja, natürlich. Gar kein Problem. Aber ich würde sagen, Freunde, okay, die Preise müssen teurer werden. Lass sie auf jeden Fall mehr Geld machen. Aus 4 Euro würde ich sagen, komm, wir machen 5 Euro. Wir erhöhen über die Preise, Inflation und so. Zack. Nach 10 Minuten werden schon die Preise erhöht in meinem Shop. Aber ich würde sagen, solange die Leute das kaufen, ist mir das gut auf jeden Fall. Hier unten auch noch. Oh, hallo. Ja. Wir ändern einfach die Preise, während sie hier drin ist. Zack. Alles klar. Oh mein Gott. Okay, sie geht dick shoppen. Sie geht dick shoppen. Zack. Oh, 13 Euro. 13 Euro ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, let's go. Freunde, wir kaufen mal ein bisschen Puderzucker. Wir gehen mal ein bisschen hier shoppen, würde ich sagen. Zack, ich meine, wir haben ja hier neues Geld am Start. Da würde ich sagen, okay, ab in den Warenkorb. Wir kaufen sofort alles. Okay, wir haben ein bisschen zu viel gekauft. Da würde ich sagen, zack, let's go. Okay, neue Ware ist bestellt. Oh, es ist schon dunkel. Oh, hallo. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. 5 Euro. 95 Euro Wechselgeld. Ist das die Ernst? Ist das die Ernst hier? Hier. Nehmen Sie die Centstücke. Es ist nachts. Ich will meinen Laden schließen und Sie... Naja, okay, nerven mich jetzt hier noch, muss ich sagen. Aber okay, 93, ja. Hier noch ein paar Centstücke. Ja, das kommt davon. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall beide durch. Da kann ich auch jetzt nichts für, Kollege. So, und dann würde ich sagen, 1 Euro. Schönen Tag noch mit Schienen. Okay, die letzten Kunden, Freunde, wow, werden bedient. Okay, die Preise scheinen gut zu funktionieren, muss ich sagen. 24 Euro mit einem Einkauf, das ist sehr, sehr krass. Okay, Drinks, okay, kein Problem. 3 Euro Wechselgeld, ja, die gebe ich Ihnen gerne. Schönen Tag noch. Aber... Oh, okay. Das hätte ich vielleicht mal vorher sehen sollen. Das Licht ist auf jeden Fall angeschaltet. Und, oh, Freunde, wir haben neue Ware in unserem Supermarkt. Kommt alle herein in unseren Supermarkt. Hier, zack, da würde ich sagen, haben wir hier noch ein Paket. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt hier hin. Ah, Susi, okay. Hier haben wir Zucker oder irgendwie sowas, Puderzucker. Ein neues Produkt in unserem Sortiment hier. Oh, direkt 2 Bestellungen hier. Boom. Okay. 1,50 Euro für das Ganze gekauft. Dann würde ich sagen, wir verkaufen das Ganze für 6 Euro. Zack, genau. Ich glaube, das ist ein gute Preise. Schönen guten Tag. Tut mir leid für die Verspätung. So, da bin ich auf jeden Fall wieder. Sie bekommen 2 Euro Rückgeld. Let's go. Das Öl ist zu teuer für mich. Dann gehen Sie. Oh, hallo, nette Dame. Na, für Sie ist nicht zu teuer. Da würde ich sagen, 20 Euro. Let's go. Und das war jetzt unser allererster Tag. Und okay, let's go. Das sind unsere Statistiken. Und ich würde sagen, wir starten einen neuen Tag. Wer jetzt ab heute tägliche Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst. Alles klar. Offen. Und wir öffnen direkt den ganzen Laden. Let's go. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir haben genug Geld und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Verwaltung und wir kaufen jetzt neue Produkte frei. Let's go. Okay, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt alles Neues haben. Okay, ich würde sagen, wir haben Wasserflaschen, okay, in unserem Supermarkt. Wir haben Käse anscheinend hier. Let's go. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Kaffee, schwarzen Kaffee. Eier haben wir, Milch und, was ist das hier? Schwarzer Tee. Okay, ich würde sagen, lass mal schauen, wie viel können wir uns davon, bis jetzt leisten. Okay, wir ziehen das Ganze noch ab. Schwarzer Kaffee, 55 Dollar. Holy. Okay, ich würde sagen, wir kaufen erstmal hier die ersten 2 Produkte. Oh, schönen guten Tag, die Herren. Natürlich, ich werde sie umgehend hier bedienen. 40 Dollar Rückgeld. Oh, hier 10 Euro zu viel gewesen. Zack. Oh Gott, 10 Euro zu wenig. So, tut mir leid. Ich bin neu hier. Das ist hier der neue Supermarkt von mir. Okay, zack. Aber ich würde sagen, Freunde, bevor wir jetzt hier weiter kunden, würde ich sagen, haben wir hier neue Produkte. Hey, Sie da, wollen Sie vielleicht hier das neue Produkt hier kaufen? Oh, das müssen wir anscheinend
Ah, in den Kühlschrank stellen. Dann würde ich sagen, okay, das kommt jetzt in die Ecke. Das kommt jetzt hin. So, zack. Okay, das bleibt da jetzt stehen. Das können wir anscheinend noch nicht verkaufen. Und oh nein, Wasserflasche. Was? Muss auch in den Kühlschrank? Okay, das bedeutet, Freunde, wir brauchen einen Kühlschrank. Achtung! Oh, sorry. Ja, das war so gewollt. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Ihr werdet alle bedient. Ihr werdet alle bedient. Was ist das bitte für eine lange Schlange hier, die sich gebildet hat? Okay, mittlerweile muss ich sagen, machen wir das Ganze schon ein bisschen schneller hier. So, zack. Okay, hier. Geld, Rückgeld. 96. Sie schon wieder. Hier. Ich bin. Ja, ja. Da müsst ihr nicht zu gucken. Da müssen Sie nicht gucken. So, wir bezahlen Sie jetzt hier mit 5 Cent Stücken, würde ich sagen. Ja, noch ein Stück. Und hier, bitteschön. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ach, mit Karte. Das ist mir aber hier äußerst sympathisch. Müsli zu teuer für mich? Okay, vielleicht müssen wir gleich mal ein bisschen was an den Preisen machen oder so. 20 Dollar. Nehmen wir doch mal mit. Okay, aber ich würde sagen, Freunde. Oh, ein Kühlschrank. Okay, 200 Dollar. Darauf müssen wir anscheinend jetzt sparen. Wir können uns aber auch erstmal den schwarzen Kaffee und den schwarzen Tee kaufen. Die können wir nämlich hier beide, zack, im Regal hier packen, dass wir auf jeden Fall schon etwas neue Produkte haben. Okay, da ist die Verpackung da. Natürlich super schnell geliefert. Hier, probieren Sie jetzt. Und brandneu in unserem Regal. Hier den schwarzen Tee hier. Let's go. Okay, ja. Ja, ich komme. Alles gut, Freunde. Die neuen Produkte werden hier direkt hier reingetan. Vielleicht, weil das nicht so aus ist, können sie gar nicht die teuren Preise lesen und kaufen sich das Ganze einfach. Das ist meine Taktik. Aber okay, wir machen das Licht an. 2,75 Euro würde ich sagen. Wir verkaufen das Ganze für 6 Euro. Wir müssen das Ganze ja nicht so teuer machen. Oh mein Gott. Das würde ich sagen, verkaufen wir für 11 Euro. Zack, let's go. Und damit ist auch der nächste Tag zu Ende. Und okay, 150 Dollar haben wir gestartet. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier sofort den Laden. Okay, wir mit dem Gang steht ja noch Wasserflaschen. Die verkaufen wir leider noch nicht. Die verkaufen wir, so, leider noch nicht. Zack, in die Ecke damit, würde ich sagen. Okay, Freunde, wir haben genug Geld. Das bedeutet, wir können uns jetzt unseren ersten Kühlschrank kaufen. Oh, wir müssen das Ganze noch bestellen. Okay, und ich würde sagen, dann würde ich sagen, oh mein Gott, in diesem Riesenpaket. Einmal aus dem Weg, einmal aus dem Weg. Sollte, oh, der Kühlschrank drinnen sein. Okay, let's go. Wie machen wir das Ganze? Wir müssen das Ganze, aha, so ein bisschen drehen. So, und dann würde ich sagen, ab in die Ecke. Tada, let's go. Das ist unser Kühlschrank. Das bedeutet, neue Produkte in unserem Supermarkt. Aha, da haben wir unsere frischen Wasserflaschen hier drin. Oh mein Gott, der Kühlschrank ist schon fast voll, muss ich sagen. Zack, dann liefern wir das Ganze rein. Und dann haben wir, was ist das hier? Das muss auch in den Kühlschrank. Ich habe das Käse. Ich glaube, wir haben ein bisschen Cheese oder irgendwie sowas am Start. So, zack, da auch. Ja, einen Moment, gedulden Sie sich. Oh, okay. Wieso sind Sie so schick gekleidet, Leute? Alles klar, dann würde ich sagen, wir bedienen Sie. Oh, ein schwarzer Kaffee. Eine sehr, sehr gute Wahl von Ihnen, muss ich sagen. Ich konnte die Bio-Eierpackung nicht finden. Kein Problem, darum kümmern wir uns jetzt. Darum 88 Dollar Rückgeld. Alles klar, sympathisch. Zack, hier, bitteschön. Mehl nicht finden, alles klar. Freunde, darum kümmern wir uns. Okay, wir brauchen Eier, let's go, und eine Milchpackung. Da würde ich sagen, zack, wir packen beides mal in den Warenkorb rein. Okay, ich glaube, wir sollten, genau, genug Geld hier auf jeden Fall noch am Start haben. Let's go, neue Produkte sind auf jeden Fall erfolgreich hier bestellt, damit auf jeden Fall hier jeder zufrieden ist. Okay, Milch muss in den Kühlschrank. Haben wir da auch genug Platz drinnen? So, ja, 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 ich glaube, das sollte passen. Unten quetschen wir noch ein paar rein. Ja, wir quetschen das da rein. Das wird schon passen, das wird schon passen. Okay, noch mehr Milch. Oh mein Gott, wie viel Milch habe ich bestellt? Okay, okay, ich glaube, wir haben keinen Platz mehr. Okay, darum kümmern wir uns. Achtung, Achtung, wer kann fangen? Oh, fang. Okay, da haben wir gefunden. Oh, wir haben die Preise vergessen. 75 Cent, mach mir 3 Euro draus. Okay, und die Wasserflaschen. Freunde, 3 Euro. Nein. Oh mein Gott, ich dachte, der hat schon den normalen Preis bekommen hier. Oh, die Kassen sind voll. Kein Problem. Okay, jetzt ganz geschnell. Wir müssen jetzt hier ganz geschnell die Leute bedienen. Freunde, Speedrun. 2 Dollar. Easy, easy. Ja, sie wollen das mit Karte bezahlen. 12 Dollar. Zack, schaut mal, wie schnell wir mittlerweile sind hier. Und okay, die neuen Produkte geben uns natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir unser Business weiter erweitern können. Das ist schon mal gut. 23 Dollar, 1 Euro Wechselgeld. Das geht auf jeden Fall fit. Den schwarzen Kaffee. Oh mein Gott, Freunde. Unser Business läuft. Es geht hier richtig ab. Die Kassen sind alle hier voll. Let's go. Wir verkaufen alles. 17,37 Euro. Was sind das für Preise? Hä? Wieso habe ich so einen komischen Preis hier? Oh, Wasserflaschen. Okay, let's go. Da würde ich sagen, snack mir die Wasserflaschen. Und, okay. 11,37 Euro, Freunde. Irgendwo habe ich den falschen Preis eingegeben. Irgendwas habe ich hier falsch eingegeben. Freunde, ein neuer Tag in unserem Supermarkt. Es wird Zeit, dass unser Supermarkt größer wird. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken auf unseren Computer. Und wir können uns jetzt hier für 350 Dollar, boom, den zweiten Abschnitt freischalten. Wow, okay, okay. Das bedeutet, hier werden wir sogar noch mehr Platz haben. Und wir können jetzt, glaube ich, sogar...
Komm schon. Hier die Wände oder so. Oh, okay, wegtragen, dann würde ich sagen. Bevor wir den Laden wieder öffnen. Oh, okay, hier wollte ich eigentlich nicht haben. Habe ich eine neue Idee, was wir jetzt machen. Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt hier schnappen und drehen das Ganze jetzt um. Wir werden das Ganze jetzt, wie machen wir das Ganze am besten? So, hier, zack. Hier platzieren wir das Ganze, genau, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen mehr Platz haben. Hier, dann würde ich sagen, zack, wir nehmen auch das Regal hier, let's go, und platzieren das Ganze hier, dass sie sich so gegenüberstehen. Ich würde sagen, so, okay, wunderbar, so sieht auch unser Supermarkt sehr, sehr fresh aus. Und dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier nehmen und wo platzieren wir das Ganze hin? Hier so in die Ecke, ich glaube, hier in der Ecke im Kühlschrank passt auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Und dann können wir uns hier Rechnungen, okay, natürlich, ganze Rechnung, ja, ja, das bezahle ich alles später, das ist nicht so wichtig, aber wir können uns hier, okay, noch mehr Regale, aber ich würde sagen, wir holen uns noch einen Kühlschrank, glaube ich, zack, ich glaube, Kühlschränke sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall noch mehr Produkte hier drin lagern können, Junge, was ist das für ein dickes, fettes Paket, deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt hier einen Kühlschrank hin, stellen das Ganze jetzt so natürlich hier schön nebeneinander in die Ecke und ich glaube, wir konnten auch hier einen Kühlschrank, Gefrierschrank kaufen, $400, das können wir uns später, aber ich würde sagen, okay, der Laden ist geöffnet. Oh, schaut euch das Ganze mal. Okay, das ist auf jeden Fall auch neu. Unser Supermarkt hat auf jeden Fall die nächste Größe erreicht. Uns fehlen nur noch auf jeden Fall hier noch ein paar Regale. Aber ansonsten wird das Ganze fresh sein. Okay, wir haben hier Milch, wir haben Wasser, wir haben hier den Käse, wir haben Eier. Okay, eigentlich haben wir alles da. Können nochmal schauen, ob wir irgendwas shoppen können oder sowas, was gerade so angesagt ist, aber ich glaube nicht. Und ihr seht, die Einkäufe werden natürlich auch immer größer. Das bedeutet, sie kaufen natürlich mehr und wir verdienen dadurch natürlich auch mehr Geld. Er kauft eine Packung Zucker. Okay, Freunde, vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Was ist das? Junge, ich dachte, so langsam kaufen die Leute hier mal ein bisschen größere Sachen und so. Und wir haben jetzt genug Geld. Okay, $400, um jetzt hier das nächste Möbelstück zu kaufen. Oder wir können uns hier neue Produkte freischalten. Ich würde sagen, komm, wir kaufen es erstmal hier. Boom, neue Produkte. Let's go, die wir uns jetzt freischalten können. Okay, was haben wir uns jetzt hier alles? Wow, freigeschaltet. Okay, wir haben Erdnussbutter. Okay, wir haben Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis und Salz. Okay, das sind alles neue Produkte, die wir uns bestellen können. Können wir uns schon eins kaufen davon? Okay, die sind alle echt sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Da müssen wir auf jeden Fall noch hier so ein bisschen hier die Kunden bedienen, dass sie auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen Geld bekommen oder sowas. Ja, das sind noch schöne, große Einkäufe. Das gefällt mir noch hier sehr, sehr gut. Okay, da würde ich sagen, zack. Was haben wir denn als erstes? Erdnussbutter. Okay, da würde ich sagen, packen wir das Ganze in den Warenkorb. Und kam das Ganze sofort schnell hier bestellt. Ah, perfekt. Mit Expresslieferung ist unsere neue Erdnussbutter da. Frisch im Haus. Da würde ich sagen, so, wir packen die Erdnussbutter jetzt hier hin. Zack, let's go. Das nächste Produkt von uns. Und, okay, Achtung, ey, aus dem Weg. Nein, nein, Junge. Wow, Junge. Sie hat die schon zum perfekten Preis gekauft. Okay, Marktpreis ist 5 Euro. Da würde ich sagen, machen wir daraus 6 Euro. Und Junge, da hat sie einen Schnapper gemacht. Da hat sie auf jeden Fall ein gutes Angebot, muss ich sagen, gemacht. Das kann nicht sein. Und sie hat meine schöne Erdnussbutter gekauft für den gleichen Einkaufspreis. Wir haben einfach fast Minus gemacht einfach. Naja, passiert. Okay, dann kaufen wir uns als nächstes. Mehl haben wir neu, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln können wir uns auch gönnen, Basmati-Reis und Salz haben wir. Okay, dann würde ich sagen, 3 Euro fehlen uns noch. Kein Problem. Ja, schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank. Ja, alles klar. Schönen guten Tag noch. Und okay, let's go. Da haben wir alles am Start. Das bedeutet, alle neuen Produkte in den Warenkorb und, oh, die Lieferung. Wunderbar gestapelt. Wunderbar wurde das Ganze hier gestapelt. Und okay, wir haben als erstes Produkt Salz hier am Start. Okay, okay. Mal schauen, die Preise müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich am Ende machen. Dann haben wir hier, nein, ganz, ganz viel Basmati-Reis. Zack, so das nehmen wir auch. Wisst ihr was? Wir machen die Preise jetzt. Ansonsten machen die anderen wieder Schnäppchen oder sowas. Okay, 75 Cent, wir verkaufen das für 3. 4 Euro, wir verkaufen das. Was? 4 Euro, Alter, nicht teuer. Den Reis verkaufen wir für $8. Let's go. Dann haben wir als nächstes hier, was ist das hier? Spaghetti Bolognese. Okay, auch sehr lecker. Mal schauen, wie ist hier der Preis? 3,85 Euro. Dann würde ich sagen, verkaufen. Ey, stopp! Nicht kaufen! Oh mein Gott. Herz fast für den günstigen Preis erwischt. Das ist auf jeden Fall nicht so gut gewesen. Okay, wir brauchen auch gleich mal neue Regale. Was ist das, die Spülmittel? Ist das Öl? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Ganze ist. Auch hier schnell den Preis ändern, bevor irgendwer hier ein Schnäppchen macht. Okay, wir verkaufen das Ganze fürs Doppelte. 6 Euro. Und zum Schluss haben wir, ich glaube, das ist Mehl oder sowas. So, das packen wir jetzt hier oben hin. Genau, Qualitätsmehl haben wir. Das beste Mehl, was es auf jeden Fall gibt. 4 Euro.
Oh mein Gott, wir verkaufen das Ganze für 8, würde ich sagen. Okay, so, Licht ist an und oh mein Gott, okay. Die Schlange ist echt ganz schön lang, muss ich sagen, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Schönen Tag noch und, oh, er hat Salz gekauft. Okay, das erste neue Produkt von uns. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Was macht er? Was sucht er? Irgendwie, ich glaube, Kollege, das Regal vorhin ist leer. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen oder... Aha, okay, ich glaube, er schaut. Er schaut nur. Er so, Mann, wo ist der Käse? Mann, wo ist der Käse? Der Käse ist nicht da. Wir müssen leider den Laden schließen. Okay, ich glaube, Freunde, bevor er noch da durchdreht, würde ich sagen, schließen wir den Laden und, okay, öffnen einen neuen Tag. Okay, die Regale sind leer. Das bedeutet, wir müssen natürlich alles wieder nachkaufen und, okay. Alles hier fleißig, alle Regale hier wieder auffüllen. Freunde, die Regale sind alle wieder fleißig gefüllt, aber ich würde sagen, es wird Zeit für mehr Produkte. Das bedeutet, wir gehen in die Verwaltung, Rechnungen kann ich später bezahlen. Wir kaufen uns, boom, noch mehr Produkte. Okay, jetzt bin ich gespannt, aber dass wir das Ganze natürlich platzieren können, brauchen wir auf jeden Fall, wo haben wir das Ganze? Hier im Markt, genau, Möbel. Wir brauchen neue Regale, würde ich sagen. Zack, ich würde sagen, zwei Stück, würde ich sagen. $400 wird gegönnt. Zack, wir bestellen das Ganze hier sofort her. Ja, ihr könnt kurz warten. Ihr könnt... Oh, kurz warten. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir platzieren jetzt so die neuen Regale hin. Und zwar, so brauchen wir nur ein bisschen Abstand. So, okay. Ich glaube, hier ist eigentlich ganz gut. Dann holen wir direkt das zweite Regal. Und so langsam, muss ich sagen, wird unser Supermarkt doch hier ein richtig schöner, großer Supermarkt. Okay, ja, ich würde sagen, wir können das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen enger machen. Obwohl, ja, komm, lass das Ganze so ein bisschen verschieben. So, dann würde ich sagen, zack, voila, wunderbar. Und natürlich Regal Nummer 2. So, das muss perfekt, perfekt. Millimeter an, Millimeter sein. Let's go. Okay, das sieht mir doch gut aus. Ja, Leute, ihr werdet bedient. Ja, du kriegst hier deinen schwarzen Kaffee schon. Keine Sorge. Zack, let's go. Aber, wow, was ist das für ein Rieseneinkauf? Davor würde ich sagen, okay, wir gehen shoppen. Was sind die neuen Produkte, die wir freigeschaltet haben? Und wir haben, okay, ist das etwa Orangensaft? Okay, Orangensaft packen wir rein. Soda packen wir rein. Okay, das sind ganz viele Getränke. Kühlschrank, Labor. Okay, Milch, 6er-Pack und nochmal Kühlschrank. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, wir bestellen das Ganze erstmal. Oh, müssen wir natürlich hier die ganzen Kunden bedienen, dass die Schlange nicht zu lang wird. So, 45,50 €. Easy, zack. Haben wir direkt eingepackt. Let's go. Ja, schönen guten Tag. 32 € macht das Ganze. Schönen guten Tag. 2 Eier. 10 € macht das Ganze. 0 € Rückgeld. Okay. Ich würde sagen, dann, bevor das hier ganz zu viel wird, müssen wir auf jeden Fall doch später noch einen Kollegen hier einstellen. Die Kassen sind voll. Sorry. Ich beeile mich schon. Ich bin auch nur ein Mensch, Mann. Ich beeile mich schon. 87 € Rückgeld. Genau wegen solchen Leuten wird die Kasse auch zwar voll. So, zack. Wir kaufen ja alles. Okay. Aber ich würde sagen, Genug geshoppt, genug an der Kasse gearbeitet. Es wird Zeit. Ich konnte Cola Soda nicht finden. Ja, die neuen Produkte. Warte mal, ey, wir haben gar nichts bestellt. Wir haben gar nichts bestellt. Ich dachte schon, der DHL-Bruder hatte Verspätung und hat länger als eine Sekunde gedauert. Aber nein, die Pakete sind da. Heute liefern und heute noch da. Okay, wir haben hier ganz viele Colas am Start. Das Problem ist, wir brauchen Kühlschränke. Lass das Ganze erstmal hier hinstellen. Wir haben uns natürlich jetzt Regale gekauft, obwohl wir Kühlschränke gebraucht hätten. Das war vielleicht jetzt nicht so smart von uns, aber wir kriegen das hin. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen Geld. Zack, zack. Das wird hier easy peasy alles. Let's go. Aber ihr seht, es läuft hier wie am Schnürchen. Okay, wir haben genug Geld und wir kaufen uns den nächsten Kühlschrank. Und zwar Kühlschrank B. Okay, ich glaube, dort können wir da wahrscheinlich noch mehr, oh mein Gott, liefern lassen. Jo, die Pakete sind auf der Straße. Ich hoffe, damit passiert nichts. Okay, ich würde sagen, hier können wir die Kühlschränke eigentlich lassen. Und dann können wir hier vielleicht noch so in die Ecke noch einen Kühlschrank platzieren oder sowas. Lass das Ganze erstmal so hinstellen. Genau, ich denke mal, so perfekt sollte das Ganze ausreichen. Oh mein Gott, was geht hier ab? Was? Oh, hallo? Schönen guten Tag. Ich werde mich um alle kümmern. Als erstes würde ich sagen, packen wir jetzt hier, Bio-Orangensaft haben wir hier am Start. Lecker, würde ich sagen. Zack, direkt den Preis ändern. Direkt den Preis hier natürlich ändern. Okay, dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen Cola. Okay, Freunde, wir haben also ganz viele neue Getränke freigeschaltet hier in unserem Supermarkt. Alter, wie viel Platz nimmt das Ganze denn hier ein? Okay, es ist schon alles hier komplett voll. Genau, bedienen Sie sich alle. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir kümmern uns kurz um die Kasse. Wir kümmern uns hier ganz schnell hier kurz, $79. Okay, kein Problem hier. Machen wir 80 drauf. Ich habe heute einen guten Tag. Wir kriegen das Ganze schon so hin. Alles klar, Alter. Die Schlange ist echt lang. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Hier 50 Cent noch.
zack, zack, easy. Okay, was haben wir als nächstes hier am Start? Oh, ist das Sprite oder ist das etwa, was ist das hier? Zap Soda oder wie das Ganze heißt? Okay, dann würde ich sagen, packen wir natürlich auch hiervon was rein. Dann haben wir als nächstes, okay, wir haben ganz viele Getränke hier am Start. Was ist das hier? Oh, das ist diese dicke Milchpackung oder irgendwie sowas. Junge, wir haben keinen Platz mehr. Wir brauchen dafür was anderes. Okay, dass das Ganze platziert werden kann. Zack, dann würde ich sagen, kommt das Ganze in die Ecke. Und zum Schluss, haben wir einen Bio-Apfel. Da, Freunde, für was sollt ihr euch entscheiden? Immer im Supermarkt gibt es natürlich alles Mögliche hier. Zack, okay, auch der XXL-Kühlschrank ist jetzt komplett voll. Junge, 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 okay. Dann würde ich sagen, so, die letzten Kunden werden hier bedient, kein Problem. Und dann würde ich sagen, ja, Bio-Eier, tut mir leid, ich muss mich drum kümmern. Zack, zack, zack. Und okay, das sind die letzten Kunden. Und wir erschließen auf jeden Fall. Puh, let's go, den nächsten Tag. Leute, wir haben unseren ersten Kassierer. Und, schaut euch mal an, wie viel Spaß er an seinem Job hat. Yeah, er liebt seinen Job auf jeden Fall. Und Freunde, wir haben, wow, okay, unseren Supermarkt noch mal ein bisschen erweitert, würde ich sagen. Okay, und deswegen kaufen wir uns jetzt hier im Markt, wo haben wir das Ganze denn? Ein paar Scheinwerfer. So, ich würde sagen, komm, wir packen mal lieber ein bisschen zu viel ein als zu wenig. Okay, der Shop ist geschlossen nach 21 Uhr. Deswegen würde ich sagen, okay, wir beenden jetzt hier den nächsten Tag in unserem Supermarkt. $3000. Oh mein Gott, haben wir verdient. Da würde ich sagen, zack, Scheinwerfer sind eingepackt. Und oh mein Gott, müssen wir jetzt hier jeden einzelnen Scheinwerfer hier einzeln auspacken. Egal, kein Problem, kein Problem. Wir kriegen das hin. So, da würde ich sagen, hier kommen auf jeden Fall noch ein paar Scheinwerfer hin. Und wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall gleich noch mehr Produkte, dass unser Supermarkt noch größer wird. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele Scheinwerfer gekauft, muss ich sagen. Okay, das Ganze muss natürlich so perfekt sein. So, eine gerade Linie. Ja, 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 wunderbar. Was machen wir mit so vielen Scheinwerfern jetzt? Vielleicht wird unser Supermarkt ja irgendwann noch größer. Und dann lohnt sich das Ganze auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt sollte das Ganze auf jeden Fall genug sein. Zack, let's go. Aber da würde ich sagen, Freunde, so, wir platzieren jetzt hier mal alles hier in die Ecke. So, die Kühlschränke packen wir jetzt hier alle so ganz, ganz entspannt so hier in die Ecke. Dann würde ich sagen, den Kühlschrank nehmen wir auch, diesen riesengroßen. Der kommt jetzt hier hin. Und ich glaube, wir können uns sogar mittlerweile ein Gefrierfach oder irgendwie sowas holen. Genau, ein Gefrierschrank. Lass das Ganze auch mal hier shoppen direkt. Und ich würde sagen, unser Laden, zack, ist geöffnet. Dass hier auf jeden Fall wieder ein paar Kunden kommen. Und dann packen wir das Ganze, ich würde sagen, so hin. Zack, let's go. Und hier ist dann hier unsere Gefriertruhe. Und ich glaube, hier können wir alles reintun, was auf dem Kühlschrank ist. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, es wird Zeit für mehr Produkte. Oh, 8 Euro Rechnung. Hier die ganze Rechnung, bevor wir noch pleite gehen. Aber wir kriegen das auch schon so hin und wir kaufen uns, boom, die nächste Produktlizenz. Okay, was haben wir uns alles freigeschaltet? Wir schauen uns die nächsten Produkte an. Und zwar haben wir jetzt, oh, okay, Kuchen. Hört sich lecker an. Noch mehr Kuchen. Okay, Süßigkeiten. Okay, ich glaube, je nach haben wir alle Zuckerschock. Müsli, Schokoladenriegel und Joghurt. Also ganz, ganz viele Süßigkeiten. Ich würde sagen, von allem kaufen wir zwei. Ich meine, es lohnt sich. Es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Zack, wir kaufen alles ein. Hereinspaziert. Let's go. Und da sind jetzt hier, boah, unsere Produkte. Die wurden super geliefert, muss ich sagen. Das Produkt ist zu teuer. Dann hau ab, Kollege. Crispy Chibi haben wir, Freunde, in meinem neuen Supermarkt im Angebot. Dann haben wir als nächstes, okay, nochmal Crispy Chibi, noch mehr Crispy Chibis hier. Bedient euch, schaut euch gerne um, schaut euch auf jeden Fall gerne um. Und dann würde ich sagen, was ist das hier? Oh, leckere Cookies. Okay, hier hinten würde ich sagen, ist so die Süßigkeitenabteilung. Genau, hier werden die ganzen Süßigkeiten und Kekse und so weiter gesnackt. Und hier noch ganz viele Lampen. Wir haben noch ganz viele Lampen. Naja, was ich mit denen mache, weiß ich nicht. Voll in die Scheibe gerannt. Meine Güte. Das kann ja nicht sein. Okay, was ist das hier? Ich glaube, das ist Schokolade oder sowas. Das sieht mir auch auf wie nach einer Schokoladenverpackung. Dann haben wir als nächstes Joghurt. Okay, muss das Ganze in den Kühlschrank? Ah, okay, das muss tatsächlich in den Kühlschrank. So, hier muss hier, das sieht aus wie Erdbeerjoghurt oder sowas. Das gibt es jetzt auch neu in unserem Sortiment hier, in unserem Supermarkt hier. Let's go. Und dann, was ist das jetzt hier? Okay, noch mehr Kuchen. Und, warte mal, was ist das hier? Haribos oder sowas? Oder ist es etwa Bombeck? Was ist das hier? Bombeck Bubble Boozy. Alles klar, Freunde.
Keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, es ist süß. Ich glaube, es ist sehr, sehr süß, muss ich sagen. Alter, wie viel Schokolade habe ich gekauft? Holy! Das Ganze wird jetzt hier ein Schokoladenladen hier. Ein Süßigkeitenladen. Ich glaube, wir haben echt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber Freunde, okay. Das bedeutet Preise. Preise sind ganz wichtig. Joghurt, 90 Cent. Verkaufen wir für 2,50 €, würde ich sagen. Ist ein gutes Angebot. Dann haben wir hier Crispy Cookies. 2,50 €. Alter. Würde ich sagen, verkaufen wir das Ganze für 6 €. Dann haben wir hier die Kekse. 2,10 €. Machen wir das Ganze für 5 €. Let's go. Und ich glaube, die Schokolade. 1,78 €. Verkaufen wir für 4 €. Zack, ich glaube, das sind wir gut dabei. Dann sind wir sehr gut dabei. Unser Laden läuft. Mal schauen, ob er alles richtig macht. Aha. Okay, Jeffrey. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das geht aber ein bisschen schneller, Kollege. Das geht schneller, hast du gehört? Okay, ich glaube, wir lassen ihn in Ruhe. Ich glaube, wir lassen ihn in Ruhe, bevor er feuert oder kündigt. Ich glaube, das könnte auch passieren. Aber wir können uns sogar... Oh, können wir sogar noch einen weiteren anstellen? Wachstum, okay. Einstellen. Ah, okay. Okay, wir können uns bald den nächsten einstellen. Und wir können uns ein Lager kaufen. Okay, wir haben uns jetzt irgendein Lager gekauft oder sowas. Okay, ist das hier das Lager? Nee, okay. Wo ist das Lager? Hallo? Ich habe ja... Oh, hier ist das Lager. Und, hier können wir unsere ganze Lampe, die wir zu viel gekauft haben. Okay, können wir natürlich hier drinnen lagern. So, da würde ich sagen, so, zack. Hier, das brauchen wir nicht. Hier, das brauchen wir nicht. Die ganze Lampe. So, wie wir die weggeeten. Jedoch, so. Sorry, Mann, sorry. Sorry, so. Ich habe mir ein bisschen zu viel Lampen bestellt. Ich glaube, das brauchen wir noch. Das ist das Essen. Das brauchen wir auf jeden Fall, Alter. Wir haben so viel Süßigkeiten. Wir haben so viel Süßigkeiten. Freunde, wir brauchen mehr Regale. Wir brauchen auf jeden Fall, zack, 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 hier mehr Regale am Start. Mal schauen, was wir uns noch für Möbel hier alles kaufen können. Lizenzen brauchen wir nicht. Wo haben wir das Ganze? Wir können sogar hier so ein kleines Regal kaufen. Und da würde ich sagen, kaufen wir uns so noch ein paar normale Regale hier. Dass wir auch den erweiterten Bereich... Oh, schön ausnutzen. Okay, das ist jetzt hier so ein normales Regal, glaube ich. Da würde ich sagen, drehen wir das Ganze mal so... Ja, so um. Das ist hier perfekt. Millimeter, Millimeter. So, voila, hier dran ist. Okay, was ist das hier? Okay, das ist jetzt hier unser anderes Regal. Das können wir gar nicht aufstellen. Können wir das dann so im Lager vielleicht aufstellen oder sowas? Okay, das ist für unser Lager anscheinend. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber... Okay, hier können wir dann... Wow. Die ganzen Lampen hinstellen oder was? So? Keine Ahnung. Egal. Wir haben jetzt irgendwas gekauft. Schönen Tag noch. Und wir sehen uns das nächste Mal in Santex Supermarkt. Okay, noch mehr Regale. Freunde, alles wird hier fleißig hier aufgestellt. Zack. Voila. Das sieht doch schon mal sehr, sehr fresh aus, muss ich sagen. Hier, da würde ich sagen, platzieren wir noch ein Regal hin. Und dann sind wir eigentlich... Dann sieht es gut aus. Dann sieht unser eigener Supermarkt echt sehr, sehr gut aus. Und zack, let's go. Wow, schaut euch das Ganze an. Schaut euch das Ganze an. Unser Supermarkt wird echt Stück für Stück immer und immer größer, muss ich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Freunde, wir haben mehr Platz und mehr Regale in unserem eigenen Supermarkt gekauft. Ihr seht es, alles ist schon schön gefüllt. Frag nicht, wieso ich mir so viel Cola bestellt habe. Aber ich würde sagen, ein paar Regale sind auf jeden Fall noch leer. Das bedeutet, die gilt es jetzt zu füllen. Und ich würde sagen, Kollege, du bekommst Verstärkung. Du bekommst Verstärkung, denn wir brauchen auf jeden Fall mehr Freunde. Wir brauchen mehr Jeffreys in unserem Supermarkt. Und deswegen würde ich sagen, nein, wir können ihn feuern. Oh mein Gott, der Arme. Nee, er wird nicht gefeuert. Er macht immer einen guten Job, muss ich sagen. Ah, okay, wir brauchen mehr Einkäufe. Okay, das bedeutet, kein Problem, Leute. Der Einkaufsladen ist geöffnet. Kommt alle rein. Es gibt einiges zu entdecken. Und ich würde sagen, Freunde, wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall mehr Produkte. Zack, wir können uns jetzt, Alter, wir können so viele Produkte kaufen. Wir kaufen uns alles, auf das maximale Level. Okay. Jetzt würde ich sagen, jetzt wird geshoppt. Jetzt wird dick geshoppt, Freunde. Mal schauen. Kommt alle in meinen Supermarkt. Es gibt ein neues Sortiment. Wir haben Bleichmittel, Reiniger. Oh, wir müssen sogar solche Putzsachen. Okay, Geschirrspültabs, Freunde. Handseife, Shampoo, Toilettenpapier, Mozzarella, Parmesankäse, Honig. Okay, lecker. Thunfisch, Eier, Puderzucker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kaufe alles. Ich kaufe einfach alles. Keine Ahnung was. Freunde, Käse mit Mayonnaise, Kaffee mit einer hellen Röstung.
Was zum Teufel? Macaroni? Okay, okay, wir kaufen alles. Wir kaufen den ganzen Shop leer und dann würde ich sagen, Freunde, heißt es, die Regale auf jeden Fall zu füllen. Okay, wir haben jetzt alles aufs maximale Level. Wir haben 440 Euro im Einkaufskorb. Okay, wir kaufen alles und oh! Okay, okay, alles gut. Wir fangen an mit lecker Mozzarella. Okay, müssen in den Kühlschrank? Muss das hier rein? Nee, okay, in den Fridge. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier. Hier ist überall Cola und dann kommt so Mozzarella. Okay, da würde ich sagen, Mozzarella-Check ist auf jeden Fall am Start. Als X haben wir Toilettenpapier. Okay, das brauchen wir natürlich auch. Oh mein Gott, okay, das braucht aber echt viel Platz, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, zack, okay, hier haben wir dann das Toilettenpapier. Dann haben wir als nächstes Glasreiniger. Ah, das ist das Mr. Propper? Das ist, Tuprop. Tuprop ist das, okay? Tuprop-Glasreiniger. Und wir haben sogar hier unseren eigenen, ihr seht es, Freunde, in unserem Supermarkt. Zack, let's go. Unser eigenes Lager, wo wir auf jeden Fall ein paar Pakete lagern können, sodass nicht alle, dass nicht alles auf der Straße ist, ja? Um die Pakete, Freunde, wir kümmern uns gleich drum. Wir kümmern uns halt gleich drum. Erstmal haben wir noch ein bisschen Meister Propper oder Tuprop oder irgendwie sowas. Wie auch immer das heißt. Hier, Jeffrey, mach mal den Müll weg hier. Und dann haben wir als nächstes, okay, das sind ein paar Haushaltsmittel. Interessant, Freunde. Am Anfang haben wir doch so nur ein paar Lebensmittel verkauft. Mittlerweile verkauft man sogar Klopapier oder sowas. Okay, hier ist ein Regal. Das Regal, das will ich nicht auf der Straße aufbauen. Okay, hier können wir noch was für unser Lager. Vielleicht können wir hier noch was für unser Lager hier hinstellen. Zack. Okay, unser Lager ist ready. Hier können wir auf jeden Fall einiges lagern. Aber wir brauchen, okay, mehr Produkte. Als nächstes haben wir hier Kaffee. Okay, Kaffee easy. Das kennen wir schon. Das kennen wir auf jeden Fall. Wo sind die neuen Produkte? Was haben wir denn? Aha, hier. Bisschen Honig. Leute, wollt ihr ein bisschen Honig haben? Wir müssen natürlich auch gleich hier alle Preise sofort ändern. Dass natürlich auch hier die neuen Produkte gekauft werden können. Was ist das? Ist das Katzenfutter? Ah, nee, das ist Parmesan. Okay, okay. Bisschen lecker Parmesan. Und der muss, aha, in den Kühlschrank rein. Zack, 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 zack. Lecker Parmesan-Käse. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt kommen die ganzen Kunden. Voll Supermarkt. Ist einfach so ein riesen Müllhaufen einfach. Das ist vielleicht nicht so gut für unsere Kunden. Aber, oh, was ist das hier? Clean Dish oder so? Lass das Ganze hier direkt neben den Glasreinigern platzieren. Ich glaube, das ist hier am allerbesten. Ja, okay, dann machen wir hier noch was. Ah, so Geschirrspüler-Tabs oder sowas. Hier, Jeffrey, fang. Du musst dich darum kümmern. Und ich würde sagen, 13 Euro. Oh mein Gott, das verkaufen wir für 23 Euro, würde ich sagen. Zack. Okay, dann haben wir als nächstes Glasreiniger. Okay, 1,65 €. Das ist nicht so teuer. Dann verkaufen wir das Ganze für 3. Honig! Alter, 7 Euro? Was? Lass mal 6 Euro machen, oder? Ist ein bisschen teuer alles hier. Holy. Okay, ihr seht es, Freunde. Die Produkte sind ganz schön teuer, muss ich sagen. Okay, das haben wir schon eingestellt. Was ist das hier? 2,20 Euro. Okay, dann würde ich sagen, machen wir 5 Euro draus. Ja, 5 Euro. Alter, er hat sich im Angebot geschnappt. Da habe ich den Preis noch nicht geändert. Ich glaube es nicht. Jeffrey, gib dem Typen ein bisschen mehr. Zieh ein bisschen mehr ab. Die Kassen sind voll. Okay, Freunde. Wir brauchen echt mehr Kassen. Wir brauchen echt so langsam mehr Kassen. Aber wir können es doch keine freischalten. Lass mal den Marktprodukte Möbel. Okay, wir können uns theoretisch eine Kasse kaufen. Aber wir brauchen einen Kassierer. Wir brauchen einen Kassierer. Okay, wir können uns gleich aber einen einstellen, glaube ich. Wir müssen selber, okay, Leute bedienen, dass wir den zweiten Kassierer einstellen können. Aber wir können uns einen Auffüller einstellen. Und noch einen Auffüller. Und warte mal, die füllen jetzt hier die Regale aus. Okay, warte mal, wo sind die? Hallo? Schönen guten Tag. Warte mal, arbeiten Sie bei mir? Habe ich sie eingestellt? Ich glaube schon. Okay, ich will sehen, was er macht. Ich will jetzt sehen. Er steht hier. Er steht und guckt. Er sieht aus, als hätte er die Nacht durchgemacht, muss ich sagen. Okay. Wieso beobachtet? Ja, hören Sie auf, die Kunden so zu komisch anzugucken. Das macht den Kunden Angst, okay? Junge, er verfolgt die einfach. Oh, ah, das sind die Auffüllerer. Okay, und die lagern hier alles ins Lager ein. Okay, ich checke schon. Und was haben wir da drin? Cola. Leute, ich glaube, wir haben genug Cola. Ich glaube, ja, ja. Wir haben eh zu viel Cola. Wir haben viel zu viel Cola. Okay, die Schlange. Warte mal, sie arbeiten hier. Wieso stehen sie sich hier an? Und, warte, ach so. Wieso stehen sie im Karton? Okay, Freunde, es ist ein bisschen alles hier durcheinander. In meinem Supermarkt. Doch, wieso funktionieren die Lichter nicht? Zack. Okay, okay. So ist es besser. Hier hinten ist noch nichts. Es tut mir leid. Wir brauchen mehr. Wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen mehr Produkte. Wir brauchen mehr Produkte, Freunde. Aber wir haben alles aufs maximale Level. Wir können nicht mehr kaufen. Okay, es wird ein bisschen weiter eingekauft, würde ich sagen. Hier, zack, lass uns mal hier, hier die nächsten Objekte hier freischalten. Hier, die es gibt. Ich glaube, wir haben irgendwie noch nicht alles bestellt. Irgendwie ist noch nicht alles eingekauft. Vielleicht haben wir auch irgendwie zu viel. Ah, wir haben zu viel auf einmal bestellt. Wir können immer nur, ah,
10 Sachen, okay, bestellen. Ich checke schon. Okay, da würde ich sagen, Freunde. Weiter geht es. Weiter geht's. Oh, beim Supermarkt. Okay, Seife packen wir hier hin, würde ich sagen. So, genau. Nehmen den Glasreiniger und so weiter. Dann haben wir jetzt nichts. Was ist das hier? Okay, das weiß ich gar nicht. Sushi. Okay, muss das hier vielleicht rein? Nee, auch in den Kühlschrank. Zack. Neues im Angebot. Hier Sushi. In meinem eigenen Supermarkt hier drinnen. Dann, was ist das hier, Freunde? Alter, es gibt so viel. Es gibt hier so viel hier zu entdecken. Sind das Fischstäbchen? Sind das... Bleib mal Fisch... Oh! Fischstäbchen! Das erste, was wir jetzt in die Gefriertruhe packen, okay? Das erste Essen. Alter, wie viel? Wie viele Fischstäbchen sind da bitte? Wir lassen natürlich auch immer schön die Preise direkt machen. 5,85 €. Da machen wir 10 Euro draus. Zack. Was wir auf jeden Fall gut Geld machen. Oh, Junge. 18 Euro für Sushi. Holy. Okay, dann würde ich sagen, mach mehr. 28 Euro draus. Zack. Oh ja, oh ja. Okay, Freunde, wir brauchen vielleicht mal ein paar Lichter, Freunde. Zum Glück haben wir zu viele Lichter gekauft. Okay. Ich glaube, ich habe sie alle in den Müll geschmissen, muss ich sagen. Bauen die auf jeden Fall so ein paar Lichter hier noch. Okay, wir beenden den nächsten Tag und 1900 Euro, zack, haben wir plus gemacht. Let's go. Oh, schönen guten Tag. Okay, das ist hier der nächste Arbeitstag. Ich würde sagen, komm, wir öffnen das Ganze, dass wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen Geld hier sofort reinbekommen, würde ich sagen. Und kaufen uns hier ein paar Scheinwerfer. Zack, ja. Um die kümmern wir uns später. Wir machen weiter. Ketchup. Okay, Ketchup musst du in den Kühlschrank bestimmen, oder, Freunde? Nein? Okay, aufs Regal. Okay, dann würde ich sagen, zack, packen wir noch natürlich hier Ketchup hin. Alter, wir haben so viel Auswahl. Wir haben mittlerweile so viel Auswahl hier in unserem Supermarkt. Was ist das hier? Eiscreme? Okay, ah, das muss, warte mal, hier rein. Aha, Freunde, hier kommt das ganze leckere Eiscreme hin. Freunde, so lecker Schokoladeneis. Alter, wie viel? Ich habe ja richtig viel davon. Junge, Junge, Junge. Okay, das ist krass. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Mayonnaise, okay, oder Senf ist das. Kommt hier drunter. Hier drunter kommt direkt die Mayo oder sowas. Ist es Senf? Mayo? Ich glaube, das ist Mayonnaise. Zack. 2 Euro. Machen wir 4 Euro draus. Und hier machen wir den Preis. Alter, wieso ist das so teuer? Machen wir 13 Euro draus. Zack. Ja, das ist sehr gut. Ah, die Seife haben wir noch vergessen zu ändern. Die müssen natürlich ein bisschen teuer verkauft werden. 2,50 Euro, Freunde. 2,50 Euro ist ein faires Angebot. Oh, Junge. Oh, Junge. Wir haben doch so viele Regale. Ich komme gar nicht hinterher mit dem ganzen Kaufen. Ich weiß gar nicht, was wir alles kaufen müssen. Wieso ist der Karton leer? Wieso ist der Karton leer? Wieso sind hier Lichter? Oh, mein Gott. Diese Anzeige ist zu teuer für mich. Okay, dann, Sie müssen sie nicht kaufen. Keine Sorge. Keine Sorge. Sie müssen das Ganze auf jeden Fall nicht kaufen. Hieraus machen wir 6,50 Euro. Shampoo. Okay, Shampoo neben Glasreiniger. Ja, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Freunde, können wir uns nicht eine andere Kasse kaufen? Guck mal, wir kaufen uns jetzt hier einen Kassenschalter. Lass das Ganze mal kaufen. Wir kaufen uns die ganze Kasse? Ist das die Kasse? Okay, das ist die Kasse jetzt hier. Und dann würde ich sagen, können wir sogar selber hier anscheinend bedienen. Dann würde ich sagen, zack, okay. Jetzt haben wir hier die zweite Kasse. Hallo, Kasse 2 ist nicht eröffnet, sondern wurde gerade gebaut. Hallo, Sie können sich hier anstellen. Und wieso funktioniert das nicht? Wieso stellt sich hier keiner an? Hey, wieso stehen Sie alle hier? Sie können hin, Sie können. Okay, ich habe so ein Gefühl, wir haben das Ganze ein bisschen falsch platziert. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal, aha, umstellen. Die sind alle stecken geblieben, muss ich sagen. So, jetzt aber, kommen Sie. Nee? Aha, okay. Also Leute, wir müssen jetzt anscheinend hier, Leute bedienen, Freunde, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Das habe ich echt lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Aber, okay. Sie konnte kein Salz finden. Interessant. 14 Euro macht das Ganze. Okay, easy. Easy, easy. Okay, wir bestellen aber auf jeden Fall jetzt hier, zack, die nächsten Artikel. Es gibt nämlich noch einiges an Essen und Trinken. Oh, Pommes. Was wir uns auf jeden Fall jetzt hier kaufen können. Und noch ein bisschen Käse. Okay, ich glaube, das wäre fast fertig. Ich glaube, da haben wir wirklich jetzt alles freigeschaltet in unsere Regale. Okay, unser Laden, genau, ist noch geöffnet. Und, oh mein Gott, was geht wieder ab? Okay, was haben wir jetzt hier? Pommes. Oh, müssen wir das Ganze vielleicht hier rein tun? Nee, in die Regale auch nicht. Warte mal, in den Kühlschrank. Die Produkte müssen gleich sein. Ah, okay, ich glaube, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Okay, okay. Und im Kühlschrank kann das Ganze nicht gelagert werden. Okay, um die Pommes kümmern wir uns später. Um die Pommes kümmern wir uns später. Was ist das jetzt hier? Wow! Junge, was ist das für riesen Potatoes? Holy! Junge, die nehmen so ein ganzes Regal einfach ein. So einfach irgendwelche Kartoffeln oder sowas. Dann haben wir als nächstes, was ist das hier? Okay, ist das hier? Aha, okay. Was ist das? Thunfisch? Ist es Thunfisch? Ich glaube schon. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Thunfisch. Ja, bedient. Oh mein Gott, Junge, er holt die ganze Cola-Packung einfach. Er holt die ganze Kiste. Achso, das ist unser Mitarbeiter. Junge, ich dachte, ich gehe mit der Kiste einkaufen. Chicken? Ist das Chicken? Ich glaube, das ist Chicken.
Ja, ich glaub, das ist Chicken. Okay, wisst ihr was? Wir kaufen es noch ein. Wir kaufen uns Möbel. Wo haben wir das Ganze? Ich meine, wir haben eh genug Geld. Gefrierschrank, komm, zack. Pack ein den Gefrierschrank. So, wo ist der? Ist das hier? Genau, hier ist der Gefrierschrank. Da würde ich sagen, kommt der jetzt hier so in die Ecke hier. Zack. Okay, jetzt haben wir hier einen Gefrierschrank. Dass wir den Chicken rein tun können. Chicken. So, hier lecker Chicken. Haben wir auf jeden Fall am Start, Junge. Ich glaube, wir sollten mal die Kartons lieber in den Müll schmeißen, oder? Anstatt hier alles so auf der Straße zu lassen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Ganze gut ist. Oh, die sind lecker. Die sind auf jeden Fall lecker. Solche Cornflakes, solche Honey Cornflakes oder irgendwie sowas. Okay, der Karton ist leer. Dann haben wir hier, was ist das hier? Ah, es ist so spicy Gewürz, okay. Jetzt haben wir Ketchup, Mayonnaise und Hot Sauce haben wir hier anscheinend. Freunde, wir haben so viel zu essen. Wir haben wirklich so viel zu essen und trinken in unserem Supermarkt. Okay, Steak. Ich glaube, das muss wahrscheinlich hier wieder rein. In den Kühlschrank vielleicht? Ah, okay, in den Kühlschrank. Zack, wir lagern das Ganze. Oh, in den Kühlschrank. Und natürlich die Preise nicht vergessen. Natürlich die Preise. Alter, nicht vergessen. 32, holy. 10 Euro? Wir machen 20. Wir machen 20 Dollar. Ich meine, mittlerweile müssen die Preise ein bisschen höher sein. Die Spice machen wir 5 Euro. Die Honeybees machen wir auch für 5 Euro. Ja, ich glaube, das ist ganz fair. Und, okay. Ansonsten sind wir fertig. Jo, brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie mich bitte nicht. Und Junge, was geht hier ab? Was geht hier ab? Mimolette, was ist das hier? Okay, muss anscheinend in den Kühlschrank. Ich weiß ja, was ist das, Freunde? Ist das so Kuchen? Oder Eis oder so? Sieht aber auf jeden Fall... Oh, sorry, Junge, voll auf Taxi geworfen. Dann, oh, Pizza. Okay, die muss jetzt hier rein. Krusty Pizza. Oh, Freunde, wie viel Auswahl haben wir? Wie viel gibt es denn bitte jetzt hier in unserem eigenen Supermarkt zu kaufen? Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Okay, haben wir alles? Haben wir alles? Noch eine Pizza? Pizza Dino. Okay. Okay, hier ist voll. Hier ist voll Haus. Hier ist auf jeden Fall, hier ist komplett volles Haus. Wir haben noch ein Regal, aber... Oh, hier haben wir noch was. Pablo Sugar oder sowas. Komm, auch hier rein. Irgendein Gewürz oder sowas. Komm schon. Puderzucker. 12 Dollar, boom, wird das Ganze verkauft. Okay, Freunde, wir kaufen die letzten Produkte. Wir kaufen die letzten Produkte. Eier, Macaroni, brauner Zucker, grüner Tee haben wir auf jeden Fall am Start. Lachs gibt es auf jeden Fall auch noch hier. Okay, und ich glaube, da sind wir fertig. Oh, warte, Schokoladeis gibt es auch. Nee, Schokoladeis will ich da haben. Wir entfernen was hier, diesen braunen Zucker. Den will ich nicht verkaufen hier in meinem Laden. Ist immer noch unser Supermarkt. Wir können selber entscheiden. Zack. Was wir hier verkaufen, kommt alle rein. Und da haben wir ihn. Lecker Schokoladeneis. Zack, die Gefriertruhe. Werden jetzt auf jeden Fall hier platziert. Junge, hier draußen sieht es aus. Das muss auf jeden Fall später gemacht werden. Aber ihr seht, wir machen gut Geld. Was ist Kuchen? Okay. Ist das so eine Süßigkeit oder sowas? Zack. Packen wir hier anscheinend. Let's go. In den Kühlschrank rein. Lecker, muss ich sagen. Ey, was macht ihr eigentlich? Müsst ihr nicht arbeiten? Steht einfach rum. Ihr könnt mir auch gerne helfen, ne? Also, ich bezahle euch nicht einfach nur fürs Rumstehen, aber sie guckt mir nur zu, wie ich selber die Pakete reinschleppe. Das ist ja echt sehr, sehr nett, muss ich sagen. Bedient euch. Zack, alle Kühlschränke. Alles ist voll. Und was ist das hier? Okay, wieder was Neues dazu. Was ist hier? Tee oder sowas? Oder Kaffee ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, das wäre jetzt hier Kaffee. Als nächstes haben wir Elbows. Sind das Cornflakes? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, die müssen bestimmt nicht in den Kühlschrank, okay? Sind das Cornflakes? Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie, oder Müsli oder irgendwie sowas, glaube ich. Okay, hier ist ein Regal. Das brauchen wir nicht. Ist das hier noch irgendwas? Nee, okay. Hier haben wir noch ein paar Lampen oder sowas. Ah, hier. Eier. Okay, wo müssen die Eier rein? Kühlschrank. Jawohl, lecker. Bio-Eier dürfen natürlich auch nicht fehlen. In unserem Supermarkt, Freunde. Wasser, okay. Haben wir Wasser nicht schon gehabt? Ah, ich glaube, das ist neues Wasser oder sowas. Noch bessere Qualität hat dieses Wasser hier am Start. Zack, let's go. Zack, wir machen alle Lichter an. Das gefällt mir gut. Fehlen nur noch ein bisschen Lichter, so, okay. Ein paar Lichter fehlen hier noch im Supermarkt. Dass man auf jeden Fall auch was sehen kann. Was ist das jetzt hier? Okay, noch mehr Essen. Noch mehr Essen anscheinend. So, wir platzieren hier alles schön hier rein. Let's go. Freunde, es ist eigentlich zur Zeit umgegangen. Wir stehen vor unserem Supermarkt und wir haben unseren Supermarkt, wow, auf das maximale Level geupgradet. Ihr seht es, wir sind mittlerweile Level 100. Das ist mittlerweile unser Supermarkt. Alles ist gefüllt. Ihr seht es, die ganzen Getränke. Wir haben Sprite, Orangensaft, Milch, Wasser. Und wir haben auch brandneue Produkte freigeschaltet. Ihr seht es, wir haben hier neuen Reis oder sowas. Wir haben hier Pablo Zucker für 12 Dollar. Das ist ganz schön teuer. Hier haben wir einen Reis. Okay, die Preise
müssen wir natürlich machen. Und wir haben alles auf das maximale Level geupgradet. Ihr seht es, wir haben sogar 4 Kassierer. Die anderen haben auch nicht so Bock auf ihren Job. Aber, naja, der Rücken ist ein bisschen schief von ihnen. Ja, ein bisschen schiefen Hals, muss ich sagen. Aber, Freunde, bevor wir jetzt hier den Laden öffnen und die ganzen Kunden hier reinstürmen, würde ich sagen, Freunde, ihr seht das Ganze. Wir klicken in den Markt. Wir haben alle Produkte freigeschaltet, die es gibt. Unser Supermarkt ist auf maximal Level. Möbel haben wir auf jeden Fall auch am Start. Ihr seht es, alle Lizenzen gekauft, alle Rechnungen bezahlt, alle Erweiterungen, alles freigeschaltet, was es auf jeden Fall gibt. Und jetzt würde ich sagen, werden wir uns mal ein bisschen was Neues gönnen. Okay, was für neue Produkte haben wir denn auf jeden Fall am Start? Wir haben hier Toilettenpapier, Honig und noch vieles, vieles mehr. Lass uns mal, was kaufen wir uns denn? Wir haben Reis, Sandwich, Brot. Wir scrollen bis nach unten. Wir können hier ein bisschen Kaffee kaufen. Chickenbeine können wir auf jeden Fall auch kaufen. Was ist das hier? Das kaufen wir auch, Freunde. Soda, ja, alles meins. Hellbrauner Zucker, grüne Bohnen, Freunde. Pizza, wir haben sogar Pizza freigeschaltet. Kartoffelpops hört sich auch interessant an. Eine Gemüsemischung, alles klar. Ja, das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker aus. Und dann gönnen wir uns noch so einen Joghurt. Zack, wir kaufen alles. Boom, let's go. Alles ist bestellt mit Expressversand. Wow, haben wir das Ganze. Okay, als erstes haben wir hier, die Gemüsemischung. Ich glaube, hier hinten haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Genau, hier passt auf jeden Fall noch ein bisschen rein. Lecker, zack, in die Gefriertruhen. Zack, hier und hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen Platz in den einzelnen Regalen, Freunde. Es hat echt lange gedauert, muss ich sagen. Dafür erstmal einen Daumen nach oben und den Kanal auf jeden Fall abonnieren für die Arbeit, die ich mir gemacht habe. Das sieht auch lecker aus. Ich glaube, okay, die kommen in den Kühlschrank. Zack, dann würde ich sagen, füllen wir jetzt hier ab. Alles in den Kühlschrank. Was ist das, Freunde? Was? Cicho oder so? Ist das so Orangensaft? Sieht aus so ein Mezzo-Mix oder irgendwie sowas. So eine Mischung aus Cola und Orangensaft. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich bin gespannt, Freunde. Wir werden gleich unseren Supermarkt eröffnen. Und dann, Freunde, muss es abgehen. Dann muss hier alles eingekauft werden. Okay, Pizza. Big Tony. Creamy Pizza. Okay, das ist eine andere Pizza. Hier ist auch alles voll, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir nach hinten. Zack, zack, zack. Und liefern dir ein bisschen Pizza rein. Und die Preise natürlich nicht vergessen. Okay, hier haben wir Chicken Wings, Chicken Wings, zack. Die Preise dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da würde ich sagen, boom, okay. Die Pizzen sind alle gefüllt. Alle Regale, alles ist hier komplett voll. Das gefällt mir sehr gut. Ich meine, wir haben angefangen mit einem kleinen Mini-Noob-Supermarkt. Und mittlerweile, schaut euch das Ganze mal an. Oh, wir müssen das Ganze auch in die Gefriertruhe machen. Und mittlerweile haben wir unseren Supermarkt auf das maximale Level geupgradet. Das ist wirklich sehr, sehr krass. So, zack, Bohnen haben wir hier, grüne Bohnen. Freunde, was haben wir noch alles freigeschaltet? Wir haben hier, Keramik oder so. Ah, ich glaube, das ist so Spülmaschinen-Tabs haben wir. Wir haben hier Kartoffeln, ganz viel Toilettenpapier. Ihr seht das Ganze. Weichspüle haben wir auch freigeschaltet. Und ich wollte euch was zeigen. Genau, Bücher. Wir haben sogar Bücher. Okay, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz neu. Wir gehen alle Produkte auf jeden Fall gleich durch, die wir jetzt hier, zack, freigeschaltet haben. Dann haben wir das nächste. Was ist das hier? Passt es ins Regal? Ah, okay. Ich glaube, das ist Zucker oder sowas. Biozucker. Okay, nicht schlecht. Hey, unser Supermarkt öffnet gleich. Kommt alle herein. Alle hereinspaziert. Okay, was ist das hier? Crispy Potatoes. Okay, passen die da rein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die passen auf jeden Fall jetzt lecker hier rein. Leckere Crispy Potatoes. Haben wir natürlich auch am Start. Lassen wir mal nachschauen. Hier haben wir noch ein paar Pakete. Was ist das? Fisch? Muss es, oder Chicken? Muss es auch hier rein? Okay, das muss anscheinend in den Kühlschrank. Da würde ich sagen, pack mal hier. Was ist das? Ich glaube, das ist Chicken oder sowas. Ja, oder irgendwie Fleisch oder sowas. Okay, muss auf jeden Fall auch in den Kühlschrank rein. Hallo, schönen guten Tag. Dann haben wir hier, was ist das hier, Freunde? Okay, das ist Chicken. Okay, das ist das Chicken. Das muss aber jetzt bestimmt hier rein, oder? Was? Das muss auch in den Kühlschrank. Okay, da würde ich sagen, hier ist so die Fleischabteilung. So, hier packt mir das ganze Fleisch ein. Oh ja, ich bin gespannt. Wir werden gleich den Laden öffnen. Hier natürlich auch alles aufs maximale Level hier. Genau, das Lager haben wir auch komplett geupgradet. Das ist sehr, sehr stark. Was ist das hier? Joghurt. Okay. Okay, das muss auch in den Kühlschrank. Okay, da würde ich sagen, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Alles muss natürlich voll sein. Alle Regale. Alles muss hier komplett gefüllt sein. Zack. Okay, da haben wir den ganzen Joghurt platziert. Sehr, sehr gut. Die Preise natürlich nicht vergessen. Ansonsten werden wir hier noch arm oder so. Aber ich glaube, das sollte passen. Hier haben wir, ich hoffe, das Kaffee sollte das Ganze sein. Genau, ein bisschen Kaffee. Zack. Packen wir auch. Let's go in die Regale. Okay, lass mal schauen. Haben wir noch andere Produkte am Start? Genau, Bücher. Lass mal so, hier, dieses Buch haben wir, glaube ich, noch nicht holen. Zack, dann holen wir noch das Buch. Wir haben rein Katzenfutter. Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Lass mal Kuchen holen. Chips. Nutella. Nuss-Nougat-Creme haben wir auch.
Okay, Wasserflaschen können wir auf jeden Fall auch holen. Zahnpasta, ja, ist auf jeden Fall auch wichtig. Wir haben ganz viele Bücher. Wir haben echt ganz viele Bücher. Und ich würde sagen, zum Schluss gönnen wir uns Schokoladenpulver. Boom, let's go. Zack, wir kaufen alles. Die letzten Produkte sind auf jeden Fall da. Da haben wir extra Size Pack. Okay, wir haben hier Chips. Crispy Chips oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, wir müssen echt gucken, wo noch ein bisschen Platz ist. Die Regale sind wirklich alle komplett gefüllt. Also eigentlich sollten wir in unserem Supermarkt alles haben, was es gibt. Katzenfutter. Katzenfutter packen wir hier. Okay, ich würde sagen hier. Boah, okay, das sind aber Riesenpackungen. Dann packen wir hier noch, zack, genau, die zweite Packung hin an Katzenfutter. Lecker, oder was heißt lecker? Noch mehr Katzenfutter? Holy, wie viel Katzenfutter habe ich mir bestellt? Ich dachte nur eine Packung. Oh Junge, oh Junge. Okay, ich glaube für Katzen sollten wir jetzt auf jeden Fall genug haben. Was ist das hier? Bücher. Okay, die Bücher packen wir neben die anderen Bücher, würde ich sagen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn die Bücher, Freunde? Haben wir jetzt die Bücher? Wo sind. Ah, hier sind Bücher. Würde ich sagen, packen wir hier oben natürlich noch Bücher hin. Ja, das passt doch perfekt. Das passt hier perfekt. Das gefällt mir, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr gut hier, unser Supermarkt. Noch mehr Bücher. Okay, egal. Die packen wir jetzt einfach hier hin. Hier sind auch ein paar so Malbücher oder sowas, sind das, glaube ich. Mal schauen, was die Preise sind. Wie viel das Ganze gleich kosten wird. Was ist das hier? Kuchen. Okay, das muss auch ins Regal. Lass mal schauen, wo haben wir denn noch Platz? Hier ist noch ein bisschen Platz. Zack. Dann packen wir hier noch ein bisschen Kuchen hier rein. Let's go. Und dann heißt es noch Preise machen. Und dann öffnen wir unseren Max-Level-Supermarkt auf Level 100. Haben wir das Ganze geschafft. Das ist unglaublich. Okay, das muss in den Kühlschrank noch rein. Haben wir noch ein bisschen Platz hier? Ja, dann klar. Hier haben wir noch ein bisschen Platz für ein paar Wasserflaschen. Zack. Perfekt. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben noch ein paar Pakete noch. Nutella. Oh, Junge. Oh, Junge. Nutella kommt hier hin. Okay, oder kein Nutella, sondern Pata. Was versteht er? Patatierne. Oder sowas. Okay. Naja, dann würde ich sagen, verkaufen wir das natürlich auch. Und was ist das jetzt hier? Okay, das weiß ich gar nicht. Okay, das passt ins Regal. Ah, das ist Schokoladenpulver, also Kakaopulver, glaube ich. Soll das Ganze sein. Und zu guter Letzt haben wir Zahnpasta. Freunde, Zahnpasta darf natürlich auch nicht fehlen. Und da würde ich sagen, okay, wir sind fertig. Wir sind fertig mit allen neuen Produkten. Haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier freigeschaltet. Zack, in unserem Supermarkt. Freunde, ich würde sagen, ihr seht es, was wir alles haben. Wir haben Kartoffeln. Wir haben hier, scharfe Soße. Okay, das ist auf jeden Fall auch neu. Hier die ganzen Seife haben wir hier. Wir haben hier Ketchup, Honig, Chips haben wir, Spaghetti, Bolognese. Okay, wir müssen schauen, wo wir natürlich auch die Preise machen müssen oder irgendwie sowas. Hier zum Beispiel. Okay, 3,65 €, da würde ich sagen, verkaufen wir das Ganze für 11 Euro. Zack, ich denke mal, das sollte passen. Hier unten haben wir alles. Die Süßigkeiten hier verkaufen wir für 4 Euro. Zack, da haben wir auch ein bisschen Profit machen. Dann haben wir natürlich Toilettenpapier. Wir haben hier Weichspüler oder sowas, okay. Da machen wir die Preise auf 10 Euro. Das sollte passen. Chips. Was ist das für Chips? Potato Chips einfach. Okay, machen wir 7 Euro raus. Ich glaube, das ist ganz fresh, muss ich sagen. Hier haben wir schon die ganzen Preise, Freunde. Pablo Sugar. Hier haben wir Zucker am Start. Kuchen. Hier ist ein Stück Honig einfach. Ah, okay, natürlich Geschirrspüler haben wir auch am Start. Ich glaube, hier sind die ganzen Spülmittel und sowas. Toilettenpapier. Freunde, natürlich alles schön sortiert auf der anderen Seite. Okay, hier ist das Schokoladenpulver. 6. Ist das ein Chicken? Ist das ein Chicken auf dem Schokoladenpulver? Wieso ist ein Chicken da drauf auf der Verpackung? Ah, hier haben wir noch einen Preis. Okay, 3 Euro. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen als Blindfisch. Was ist das hier? Macaroni, Macaroni. Zack, 7 Euro machen wir daraus. Perfekt. Hier haben wir noch mal andere Chips. Machen wir, komm, 6 Euro. Das sind mal Premium-Chips hier. Toilettenpapier. Alles passt. Was ist das hier? Bleichmittel? Okay, 8 Euro würde ich sagen. Zack. Let's go. Ich glaube, wir sollten durch sein. Ich glaube, das sollte jetzt auf jeden Fall hier alle fertigen Preise sein. Ansonsten können wir noch später irgendwas hier einstellen oder irgendwie sowas. Das kann man ja alles im Nachhinein machen. Okay, was ist das hier? Pfeffer. Machen wir 12 Euro raus. Komm schon. Komm schon. Okay, Freunde. Und ich glaube, dann sollten wir es geschafft haben. Wir haben jetzt alle Produkte jetzt auf jeden Fall. Oh, Alter, wie teuer. Wie teuer. Okay, lass uns 18 Euro machen. Für das Toilettenpapier. Die Malbücher müssen wir noch machen. Genau, stimmt. Alter, 9 Euro. Das ist der Marktpreis. Okay, das ist schon teuer. Ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Was es hier alles gibt. Okay, hier raus machen wir 10 Euro. Okay, Profit machen wir auf jeden Fall auch. Hier können wir noch was einstellen. Oh, Junge. Ganz viele neue Produkte haben wir. Ganz viele neue Produkte haben wir auf jeden Fall am Start. Und gleich werden wir den Laden öffnen. Was ist das hier? Spülmittel. Okay, für 10 Euro ist fair. Die ganzen Malbücher, die sind echt teuer. Wir machen echt viel Profit mit den Malbüchern. Die lohnen sich echt sehr. Die dicken Kartoffeln. Machen wir 6 Euro draus. Jo, das ist perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, okay. Freunde, ich glaube, wir sind ready. Wir sollten jetzt, zack, auf jeden Fall ready sein. Wir hatten irgendwo Katzenfutter oder so.
Wo ist das? Ah, hier ist das Katzenfutter. Okay, ja, okay, damit machen wir nicht so viel. 4 Euro, zack, und hier machen wir noch, machen wir 9 Euro raus. Boom, und dann, Freunde, sollten wir fertig sein. Okay, hier haben wir noch, Alter, 13 Euro. Alter, die Produkte sind ja richtig teuer. Wir müssen jetzt richtig viel Kohle, glaube ich, machen, wenn wir den Laden öffnen. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall den Laden öffnen. Das sind jetzt alle brandneuen Produkte. Ah, hier können wir noch ein bisschen was machen. Hier können wir noch 7 Euro machen. Ja, komm, wir machen irgendwelche Preise. Hier, guck mal, wir machen einfach 5 Euro draus. So, auch wenn wir Minus damit machen. Hier 2 Euro. Wir sind mal gnädig. Ich meine, wir haben jetzt eh genug. Wir haben jetzt eh genug. Komm, das verkaufen wir für 1 Euro. Kein Problem. Kein Problem. Und ich würde sagen, Freunde, wir eröffnen jetzt unseren Supermarkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wieso kommt keiner? Ich dachte, alle stürmen jetzt rein. Ich dachte, alle stürmen rein. Und irgendwie... entschuldigen Sie, wollen Sie etwas? Oh mein Gott, ja, ja, wir wollen Supermarkt kaufen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Unser erster Kunde. Unser erster Kunde in unserem neuen Supermarkt. Ja, fühlen Sie sich nicht beobachtet? Ich stehe hier nur. Ja, fühlen Sie sich gar nicht beobachtet hier. Okay, okay, was hätte ich gesnackt? Okay, ich hab's nicht gesehen. Der kauft jetzt nicht nur eine Sache, oder? Der kauft jetzt nicht nur eine Sache. Ich habe hier so viel Auswahl. Kommen Sie, kommen Sie. Er geht an allen Kassen vorbei. Er will unbedingt von ihm bedient werden. Er will unbedingt von ihm bedient werden. Er geht an den anderen Kassen vorbei. Und ich konnte Dominos Buch nicht finden. Ey, wir haben hier Bücher. Wir haben hier ganz viele andere Bücher. Okay, okay. Da kommt die zweite Person rein, Freunde. Das ist super interessant zu sehen, was die anderen hier so kaufen. Mal schauen, was er sich jetzt hier so kaufen wird. Interessant. Oh, da ist sogar noch eine Person. Okay. Er hat ein Ziel, er hat ein Ziel und er schnappt sich den Onkel Tommys Reis. Nicht Onkel Ben, sondern Onkel Tommys Reis. Und, oh, okay, er geht direkt, er so, ich will den Joghurt haben. Okay, er snackt sich Joghurt und, oh ja, Freunde, jetzt kommen alle Kunden. Oh mein Gott, in unser Supermarkt, Freunde, schaut euch das Ganze mal. Unser Supermarkt auf Max-Level. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen Geld machen. Kommen Sie alle rein, spazieren. Ey! Achso, ich dachte, Sie gehen vorbei. Alles gut. Sorry, dass ich Sie angeschrien habe. Freunde, wir haben natürlich auch 4 Kassen am Start. Zack, okay. Lichter sind natürlich auch am Start in unserem Supermarkt. Wow. Unglaublich. Boom, let's go. Okay, macht ihr eure Arbeit gut? Ja, ja, ja. Sie machen ihre Arbeit sehr gut, muss ich sagen. Das gefällt mir schon. Oh mein Gott. Und seht ihr, wie viele Leute hier reinkommen? Zu teuer? Das Puderzucker, wissen Sie was? Ich bin heute gut drauf. Hier, 3 Euro. Ich ändere den Preis. Ich ändere den Preis noch. Aber Freunde, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben jetzt unseren eigenen Supermarkt auf das maximale Level geupgradet. Das sind jetzt wirklich alle Produkte. Wir haben uns alles freigeschaltet, was es gibt. Und jetzt würde ich sagen... Okay, wir schließen für heute. Das war der Supermarkt Simulator. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.